Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight mit Baui, da ist auch schon. Hallo, Hallöchen. Baui. Ja, komm mal, lass uns direkt mal Mechatronica spielen. Sozusagen. Ja. Wir teilen uns ein Spielzeug. So, ich versuche mal in die Richtung zu gucken, wenn ich eine Silhouette sehe. Wirst du, glaube ich, vor mir erkennen, dass der Killer zu uns kommt, oder? Ja. Erst müssen wir die 5 Generatoren machen. Oder zumindest reinhalten. Ja, das ist eine gute Quote. Weißt du, ich guck mir ja jetzt alte Videos von Dead by Daylight an. Und bei Grenz ist das ja immer so, er ist halt noch an die, ich bin halt bei ihm noch in dem Punkt, wo. Oh, guck mal, die zwei machen auch den Rad oben. Wo die damals. Oh, es wird schon jemand. Das ist die Jägerin. Oh. Wo damals sie noch nicht. Da konnte der Killer noch nicht zurückpacken, diese Dinger da. Und die Generatoren nicht. Die Generatoren, genau. Und dann hat er ja immer nur zu 99% die Generatoren gemacht. Und ja, und dann gab es immer mal so Schlaumeier, die haben dann halt den letzten Fizzle zu Ende gemacht. Und er hat es ja mit Absicht auf 99% gebracht, weil der Killer konnte es nicht zurücksetzen. Und dann musste halt der Killer immer noch zu allen Generatoren gehen, weil er nicht wusste, wo die gerade arbeiten. Das war also, oh. Sie ist bei mir. Okay, aber... Okay, sie geht zu euch, sie geht zu euch. Ja, ich bin nicht, ich hab nicht abgehauen. Ach so. Okay, da sollte ich nicht hingehen. Nein? Ich bin bei der kleinen Hütte, falls du die siehst. Okay, ich bin bei dir. Hier. Na, na, zurück. Dankeschön. Ah, eine Massage. Guck mal, er ist nicht entkommen. Vorsichtig jetzt. Siehst du die Hütte da? Da ist gerade einer. Er läuft zu uns. Ich glaube, ich habe auch noch verletzt. Der verfolgt wird, läuft auch in unsere Richtung. Ja. Gott, sie ist bei mir hier, Mann. Ich heile sie mal. Okay, sie geht. Ne, sie geht zurück. Also sie hätte ein bisschen warten sollen. Hier ist irgendwo ein. So, ich versuche den Generator zu Ende zu machen. Vielleicht klappt das ja. Das wäre auf jeden Fall nice. Ja.
Auf jeden Fall kann ich so ziemlich, obwohl ich zu der Zeit nicht gespielt habe, wo die Generatoren zu 99%. Aber wenn du dir die Mühe machst, einen auf 99% zu machen und dann weggehst und dann kommt ein Hörni an und macht ihn zu Ende, ich glaube, da würde ich immer, oh, würde ich, ich würde denken, warum du, Honk, warum musst du das sein? Weil so nimmt man dem Killer, glaube ich, den Druck, ne, nur Weg zu machen, die anderen Generatoren abzulaufen. Also, sie campen ziemlich stark. Ja, ich bin auch in der Nähe. Willst du abhängen? Ja. Okay, dann. Ich habe zwei Totos gemacht. Ich weiß. Warte bis, mach ruhig weiter, Generatoren. Ja, ich setz mich ein. Wie viele hat sie denn bitte schön? Wie viele Beile? Außen, oh, was, wie beschreibe ich das? Mach einfach mal den Generator. Ich traue mich halt gerade nicht aus der Ecke hier wegzugehen. Mach ich hier. Oh, Ultra Terror wird verfolgt. Sie ist noch im Haus. Sie. Ich bin bei der Hälfte. Ich guck mal, ob sie hier irgendwo noch. Sie kommt zu mir. Schade, ich habe bei der Hälfte schon. Oh Gott, die Ausgänge sind echt sehr, sehr nah. Kannst ruhig vorbeilaufen. Sie hat meine Spur verloren. Die ist ein Toter. Ja, kannst du das machen? Ja. Weil das höre ich nämlich die ganze Zeit, ich habe mich nicht mehr herangetraut. Wird mein drittes sein. Ich versuche zurück zum Minerator zu kommen. Mach das. Ich guck mal, ob ich noch einen anderen finde. Oder also kommt wieder. Vielleicht finde ich ja auch die andere Survivorin. Ja, sie ist bei dem Generator da hinten. Tut mir leid, dass ich immer noch so ein bisschen rumgammel für die Leute, die zugucken. Bei mir ist es halt so, ich habe oft ein bisschen Angst, wenn ich sie höre. Sie gammelt halt bei dem Generator rum, das ist kacke. Ich habe die andere gefunden. Heil sie mal. Und hier in der Nähe ist halt auch ein Generator, den könnten wir danach machen. Ja. Sie ist wieder hier in der Nähe. Ja. Meintest du den, wo sie in der Nähe den Aufgang hatte, oder? Nein, ich war ganz außen. Weil also,
Bist du das? Du bist da. Das ist der Random. Ich war bei der Hälfte und der ist schon wieder fast ganz runter. Okay, dann. Wie ist es hier? Hä? Okay, da oben ist schon gemacht, also. Oh, so läuft mir jetzt hinterher. Kannst du denn den. Nein, sie liegt schon. Das ist so wenig Zeit. Versuch du sie mal runter zu kriegen. Kämpft sie wieder so extrem? Ja, ich. Ja. Dann komm mal dahin, wo die Hütte ist. Die große Hütte. Oh! Ja, sie kämpft halt extrem. Ich bin bei der großen hier. Hütte. Hier, andere ach, Seite, da wo ja, der Haken war. Nicht aufgeben. Oh, sie hat aufgegeben. Ja, sie hätte unser Arsch retten können. Na, jetzt geht's nicht mehr, jetzt kommt sie. Sie ist hinter mir, mach ihn einfach fertig. Okay, ich bin dran, ich bin dran. Was? Das sind keine Teamplayer. Sie kommt wieder zurück. Naja, sie, die andere hat ja nicht aufgegeben. Die hat sie ja bekämpft. Ich verstehe halt nicht, wo ist der letzte Haken? Der letzte Generator. Sie ist bei mir. Sie wird mich kriegen. Rennt sie dir hinterher? Renn einfach ganz ja, weit weg von den. Dann mache ich weiter. Okay. Ja, sie hat mich gleich. Ach Mann. Hebst du dich? Nein, sie läuft zurück zum Generator. Zu dem außen stehen, nicht da, wo wir waren. Jetzt kommt sie wieder zu mir. Heb mich hoch. Ja, ich bin gleich nochmal am Haken. Mal fertig, oder? Mach fertig. Sie ist zum anderen Generator gelaufen, nicht da, wo du bist. Sehr gut. Oh, sie ist leicht nah beieinander. Kommt mir so vor. Sie ist bei mir, also versuch. Versuch die Tore aufzumachen, sie ist bei mir. Ja, sie ist bei mir. Sie facecampt. Na, ich hab nicht vor, dich zu befreien, es sei denn, sie geht. Nee, geh bitte. Also facecamp, das macht keinen Sinn. Und der Ausgang ist auch viel zu weit weg und das ist die Jägerin. Sie wird uns einen von uns beiden sicher erwischen. Guck mal, hätte sie nicht aufgegeben, wären wir beide entkommen. Guck mal, ich mach's Screenshot. Haha. Sie läuft jetzt irgendwo hin, keine Ahnung. Nee, sie bleibt schön hier. Ja, lauf bitte raus. Ja, ich lauf auch raus. Tut mir leid, Leute, aber ganz ehrlich, ich hasse Runden, wo die einfach. Sie hätte unser Arsch retten können, indem sie einfach nicht aufgegeben hätte. Weil dann hätte sie. Wäre sie gekämpft worden. Sie hat genau das gemacht, was die Killerin von ihr wollte. Dass genau, sie schnell zum anderen gehen konnte. Und ich habe aber meine Herausforderung tötet. Ja, sehr schön. Durch. Ich freue mich so. Aber wenigstens hast du rausgeschafft. Ja, ich habe auch einen Pip bekommen dafür. Aber ja, wir haben halt immer wieder Runden, wo einer geschnappt wird und er direkt aufgibt. Und dann wird der andere geschnappt, er gibt direkt auf. Und wir sitzen dann so, beim zweiten habe ich gar keinen Vorwurf, dass er es aufgibt, weil er so auch so dachte, ja, kein Generator wurde gemacht. Und er liegt innerhalb der ersten Minute und lässt sich sterben. Dankeschön, man kommt gar nicht so schnell hin.
dass man sie, man rennt ja schon in die Richtung, aber die lassen sich absichtlich. So eine Runde haben wir halt echt häufig. Das tut uns halt deswegen nicht wundern, dass wir hier halt immer wieder abkacken mit dem Rang, aber sowas kannst du halt nicht gut gewinnen. Aber ja, der eine, ich weiß gar nicht. Guck mal, Heath zum Beispiel, der hat es richtig gemacht. Er hat noch richtig lange versucht durchzuhalten. Wir waren ja auch in der Nähe, war ein bisschen doof, dass wir die Zeit nicht genutzt haben. Aber ich hatte halt die Hoffnung, dass sie sich irgendwann diese Beile holt, nachholt. Und dass ich in der Chance quasi abheben kann. Hat nicht geklappt. Aber hier, Ultra-Terror ist halt dein Killer quasi. Hätte der nicht aufgegeben, das meine ich mit den... Die Mates sind die schlimmsten Killer. Weil hätte der nicht aufgegeben, hätten wir beide entkommen können. Ja, danke schön, Ultra-Terror. Super gemacht. Danke von dir, dass du das... dass du gedacht ja. hast, ja, ich spiele jetzt... Gekillt, ja. Ja, so... Naja. Aber, ja gut, das zeigt nochmal, dass du... Dass es gut war, dass du rausgegangen bist, weil der Killer hatte eine Hütte dabei. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir hatten aber alle Totems gemacht. Weil ich habe auch absolut kein Totem mehr gefunden. Aber ja, danke schön fürs Zuschauen. Heute ist der Stream um 20 Uhr. Wenn ihr Bock habt, kommt einfach bei Twitch vorbei. Bis heute Abend vielleicht. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Dankeschön fürs Zugucken und fürs Liken. Und fürs Weiterempfehlen. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.